Was ist Aronia-Saftkonzentrat? Ja, ein Konzentrat wird folgendermaßen hergestellt, und zwar nach der Verarbeitung der Frucht, beziehungsweise ja, nachdem man die Frucht zu Saft verarbeitet hat, wird dem Saft die Flüssigkeit eben wieder entzogen. Das heißt, ich habe dadurch ein hochkonzentriertes Konzentrat. Das hat oft den Grund, dass Produktionen im Ausland eben aus transporttechnischen Gründen und aus Kostengründen zu Konzentrat verarbeitet werden, damit dann die Transportkosten geringer sind und im Zielland bzw. da, wo das Ganze dann später wieder verarbeitet wird, wird das Konzentrat eben wieder mit Wasser aufgefüllt und annähernd in den Ursprungszustand versetzt. Das heißt, ein Konzentrat ist nicht der Direktsaft. Der Direktsaft ist einfach eben der Frucht, der Saft, den man aus der Frucht presst und dann direkt abfüllt. Ein Konzentrat, wie gesagt, dem wird Wasser entzogen, so dass ich eine hochkonzentrierte Saftmischung, eine Saftlösung habe, die dann später beim Weiterverarbeiten wieder mit Wasser aufgefüllt wird, um dann wieder den Ursprungszustand des Produktes herzustellen. Da kann man immer darauf achten, auf den Verpackungen, auf dem Produkt muss das eben angegeben sein. Zu unseren Produkten, unser Saft oder unser Aronia-Saft, da werden die Beeren direkt nach der Ernte in unsere Kälterei gebracht. Dort werden sie gepresst, zu Saft verarbeitet und danach direkt abgefüllt. Das heißt, da wird nichts weiter mit gemacht, außer dass sie gepresst werden. Der Saft wird dann einmal kurz erwärmt und danach eben entsprechend in Flaschen oder in Bag-in-Box abgefüllt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie unseren Kanal auch abonnieren. Und ja, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, gerne unter diesem Video in die Kommentarleiste. Vielen Dank.